du Scheißknecht. Ach hier, Real Talk, Lul. Das hören wir uns an, Digga. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Digga, das ist ja wie für mich gemacht, das Video. Da bin ich ja, das kriegt jetzt schon ein Like von mir. 15.000 Aufrufe, also es kennen anscheinend nicht, also es ist halt noch nicht so lange online. Ich bin gespannt, was die sagen. Weil, ich muss kurz dazu was sagen, dieses Wochenende, Freunde, hat nochmal so richtig krass gezeigt, wie schlecht dieses Spiel ist. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil alle mittlerweile gute Teams haben und jetzt noch so viel mehr Scheiße passiert einfach. Es ist so krass, wie oft schlechtere Spieler gegen einen gewinnen oder es einen schlechter machen. Dieses Spiel ist, und ich lege dafür meine Hand ins Feuer, geht einfach mal auf Twitter. Dieses Spiel ist mit Abstand das schlechteste FIFA, Real Talk jetzt ohne Rage, das schlechteste FIFA, was je auf den Markt war. Und ich kann euch 3 Stunden lang begründen, warum das so ist. FIFA 19 war schon krass schlecht, aber FIFA 20 ist nochmal viel schlimmer. Alle sagen, ja, FIFA 19 war unrealistisch und hat keinen Spaß gemacht. Aber es gab einen Punkt in FIFA 19, und zwar konntest du immer ein Tor schießen. Wenn du das Spiel verstanden hast, was nicht schön war, dann hast du es geschissen bekommen, gegen jemanden ein Tor zu schießen, der es nicht verstanden hat. Digga, hier, du musst nur Tiefe und Zurückfallen lassen einstellen und dann ziehst du da krasse Spieler in Rot. Und diese ganzen, CPU macht alles. Und wenn du dann Pech hast und der Gegner in Führung geht, ist das Ding durch. Und das war in FIFA 19 nicht so. Das ist der Unterschied. Also wir hören uns das mal an. Ich bin gespannt, was die sagen. Weil die beiden, die drei besser gesagt, sind noch einer der wenigen Content Creator. Oder es gibt nicht so, doch, gibt ein paar, aber die machen es sehr offen, öffentlich auf jeden Fall. Die haten oder die, ich bin gespannt, was die sagen. Also ich habe dieses Jahr schon einiges gesehen, aber was du die letzte Zeit so jetzt seit Team of the Season in der Weekend League passiert, ist halt schon krass, Alter. Überleg mal, da geht teilweise ein Erne mit Gold 1 nach Hause, Alter. Warum ist das so? Das kannst du keinem erzählen. Geht mit Digga, Erne, Freunde, geht mit Gold 1 nach Hause. Und ich kann euch sagen, Erne, wenn du gegen ihn spielst in den Aufnahmen, Erne hält ja mit einem mit. Das ist ja so. Das ist einfach, dass das Hauptproblem in FIFA 20 ist, glaube ich, dass schlechte Spieler belohnt werden. Oder es halten oft Leute mit einem mit, obwohl sie nicht mal annähernd dein Spiellevel haben. Plus 1, wenn ihr das auch so seht. Das ist ganz schlimm dieses Jahr, ganz auffällig, weil da, man hat so voll das Gefühl, als wenn EA den schlechteren Spieler die Klöten so richtig nach oben drückt. Und EA drückt dich nach unten. Das hat man so das Gefühl, ich schwör's euch, das ist so. Das ist Real Talk, das ist wirklich so. 19-1 auf Gold 1 auch. Ja, das ist komplett geistkrank. Auf Twitter war ein Typ, der hat 3 Wochen lang 29-30 Siege geholt und dann nächste Week in die Gold 1. Ja. Ich finde es halt so krass. Digga, ich zeige euch jetzt eine Sache, okay? Weil die es gerade sagen, ich zeige euch eine Sache, ich mache kurz die Playstation an. Zu diesem Real Talk, Digga, ich unterstütze das jetzt wie damals in der Deutschschule. In der Deutschklausur. Ich belege die Aussage, oder? Die Behauptung. Ich belege sie. Immer in Deutsch wollten die von mir, dass ich meine Aussagen belege. Ich belege es jetzt. Ich belege es für euch. So, und was habe ich vorhin gesagt? Die sagen, Erne geht mit Gold 1 nach Hause und Rakes geht mit 19, keine Ahnung, so. Auf jeden Fall wollen die damit sagen, dass gute Spielerfreunde dieses Jahr, es gab noch nie so ein FIFA, wo gute Spieler es so schwer haben, obwohl sie gut in diesem FIFA sind. Und dass jede Woche einfach komplett random ist, Digga. Mal, das ist nicht so, dass du gut spielst und dann nächste Woche spielst du wieder gut. Du musst dich immer krass konzentrieren. Natürlich ist es so, wenn du dich von vornherein fett konzentrierst, dann ist das machbar. Aber so, wenn du so kurz mal hier spielen willst mit den Klöten in der Hand von dir, du willst noch mit deiner Freundin schreiben, du willst Nudes von irgendjemandem bekommen, du willst einfach nur spielen, Digga, du willst nicht um dein Leben schwitzen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du von diesem Spiel richtig auseinandergenommen. Und ich belege es jetzt euch. Ich bin jetzt extra für euch nochmal in FIFA gegangen, um euch das jetzt hier zu zeigen. So, an alle, die glauben, Eli, das ist nicht so. Top 100 Spieler letztes Mal, wenn du einer der Besten bist, dann kriegst du das immer geschissen. Ja, aber wenn du Top 100 holst und dich dann würde ich behaupten, wenn du dich nicht konzentrierst, schaffst du trotzdem so ein Elite 1 oder so. Also müsste an sich, das war immer so. Es war immer so, du konntest, bis du 4-mal verloren hast, dann musste schon echt viel passieren. Und jetzt guckt euch bitte das hier an. Kollege Schnürschuh, JH7J, ist ein deutscher E-Sportler von Bernd Leno. Markiert die Jungs und markiert mich auf das, was ich jetzt sage. Weil die sagen es gerade aus diesem Video. Er holt letzte Woche 30-0 Platz 1, Digga, 2476 Skillpunkte. Das ist gestörte Scheiße. Das ist ganz, ganz kranke Kacke.
Diese Woche, ihr denkt ja, okay, wenn der richtig verkackt, oh, Lefty hat 3-0 geholt, lul. Wenn er diese Woche richtig verkackt, 27, 28. Nein, 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 Freunde. Nein, 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 nein. Wo ist Kollege Schnürschuh? Hä? Hä? Bin ich lost? Bin ich lost oder bin ich lost? Der war doch gestern noch in meiner Freundschaftsliste. Der war doch gestern noch in meiner Freundschaftsliste. Oder es werden mir nicht alle angezeigt. Oder es werden mir nicht alle angezeigt. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Aufladekabel? Ach scheiße, ich mach die PlayStation so oder so gleich aus. Digga, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Stefan, der hat mich gelöscht. Nee, ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Nein zu Mobbing. Er hat mich einfach... Der kriegt jetzt eine Sprachnachricht. Der kriegt jetzt eine Sprachnachricht von mir. Hey, habe ich was falsch gemacht oder wieso hast du mich aus deiner Freundesliste gelöscht? Gut, auf jeden Fall, was ich sagen wollte zu der ganzen Geschichte. Wir machen schnell die PlayStation wieder aus, das ist nie passiert. Der stand gestern auch 18-7. Platz 1 der Welt, Freunde. Letzte Woche Platz 1 der Welt, steht diese Woche 18-7. Das hat nichts mehr mit Können zu tun oder sonstiges. Das hat was damit zu tun, dass das Spiel einfach lost ist. Und wir gucken uns das Video jetzt hier weiter an. Pray for Eddie Geller in den Chat. Pray for Eddie Geller in den Chat. Twitter war ein Typ, der hat 3 Wochen lang 29, 30 Siege geholt und dann nächstes Weekend die Gold 1. Dr. Erhan auch eine Gold 1. Das ist offensichtlich und auch so frech, dass einem halt erzählt wird, dass in dem Spiel kein Momentum drin sein soll. Ich finde, das ist halt einfach der größte Skandal, sollen die wenigstens dazu stehen, Mann. Digga, jeder hat dich noch nie... Ich habe gestern, Freunde, einen EA-Mitarbeiter eine Sprachnachricht gesendet, mit dem ich ganz gut bin. Der hat nicht geantwortet übrigens. Angehört und nicht geantwortet. Ich werde gerade momentan von der ganzen Welt ignoriert und gemobbt. Niemals 9-4 stehe sehen, noch niemals. Nee. Noch. 10. Ah, 10-4, sorry. Nein, aber so, weißt du, jeder sieht das, Mann. Und man erzählt sich ja hier keine Märchen, Alter. Das ist doch so offensichtlich, Mann. Dass einfach teilweise einfach die besten Spieler sich in Spielen wie Bronze spielen. Nein, zu Mobbing. Dass du bis zum 2-0 jetzt in dem Spiel wieder den Gegner komplett wegdominierst. Und dann auf einmal... Ist Ton okay, ja, ne? ...macht's Klick und der Gegner sitzt nur in deinem Arschloch drin. Ich find's halt sehr auffällig. Ja. Ich würde uns einfach sagen, ja, wir haben da was. Das habe ich gestern auch gesagt. Ich habe das gestern auch gesagt. Digga, die versuchen das ja nicht mal zu verstecken. Die machen das voll offensichtlich. Das ist so, als wenn du. Digga, kennt ihr das damals, wenn ihr Hausaufgaben vergessen habt? Dann habt ihr versucht, wenigstens noch so ein bisschen rumzu. Ihr habt so in euren Rucksack gesucht und habt versucht, von eurem Mitschüler irgendwie was mitzunehmen oder so. Digga. In FIFA 20 ist es so auffällig, das ist so, als wenn du zu deinem Lehrer sagst, du scheiß Knecht, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich mir noch meinen Jungen gewürgt habe. So ist es ungefähr, so offensichtlich. So sagen die dir das ins Gesicht. Die versuchen das nicht mal zu verstecken. Ich sag's euch auch so, wie es ist und der Meinung war ich auch schon bei besseren Weekend Leagues. FIFA, egal ob das Script drin ist oder nicht, einfach weil Random Factor existiert, ist einfach überhaupt nicht E-Sport-fähig. Null. Dafür nochmal überhaupt, das ist gar kein E-Sport-Titel. Nee, also, ist gar kein E-Sport-Titel. Digga, ich bin E-Sportler, Freunde, und ich sag es ich sag es selber. Jeder will es nicht sagen, kein E-Sportler oder wenig E-Sportler sagen es, aber FIFA 20 ist nicht mal annähernd dazu bereit, im E-Sport einzusteigen. Im E-Sport sollte immer der Bessere gewinnen oder höchstwahrscheinlich der Bessere. Digga, das ist nicht. Steckt mal ein Fortnite-Casual-Gamer gegen Mongral in einem Käfig. Weißt du, was da passiert mit dem Typen? Oder steckt mal ein Fortnite-Spieler, der Elite 1-Niveau hat. Okay, so ungefähr. Also Fortnite Elite 1 über zu FIFA, ihr wisst, was ich meine. Gegen einen Fortnite-Spieler, der Gold 2 ist. Ich schwör's euch, kein Witz jetzt. Wenn beide immer die gleichen Mats haben, gleiche Waffen, dieser Elite 1 Typ, ich schwör's euch, der holt den von 100 mal 100, also von 100 mal hochbauen und keine Ahnung, was man da macht, holt er ihn 100 mal.
In FIFA ist es nicht so. In FIFA ist es nicht so. Fortnite, und Fortnite ist nicht mal ein so gutes E-Sport-Spiel. Counter-Strike, Dota, League of Legends, Digga, das sind Spiele. Aber FIFA ist nicht mal annähernd bereit dafür. Da ist Momentum drin, da ist Scripting drin, da ist alles drin. Und das kannst du nicht in einem E-Sport-Spiel machen, wo es um Hunderttausende von Euro... Habt ihr den Verschlucker gerade gehört? Das ist wirklich so. Kein Gold... Digga, wenn ich 100-mal mich gegen Sydney hochbaue, okay, ich... Oder keine Ahnung was, in Fortnite. Sydney holt mich 100 Mal. In FIFA ist es nicht so. In FIFA 100 Spiele gegeneinander machen, der Typ wird trotzdem irgendwann 6-7 Mal gewinnen. Ist einfach so. Und das geht nicht. So, wir sind ja nicht darauf angewiesen. So, ich habe genauso viele Zuschauer, oder vielleicht 200 Unterschied, ob ich 25 einstehe oder ob ich, keine Ahnung, 15, 10 stehe. In meiner Community ist es relativ scheißegal. Wenn ich ein E-Sportler wäre, ich würde psychisch daran kaputt gehen. Für die E-Sportler ist halt echt hart. Also für E-Sportler ohne Spaß, wenn es arme Säue gibt, im Internet-Business, im E-Sport-Business, dann sind es die FIFA-E-Sportler ohne Spaß. Die tun mir allesamt leid. Die tun mir wirklich allesamt leid, ehrlich. Bei meiner Aufnahme mit Broski-Freunde habe ich wir haben um 13 Uhr das Video aufgenommen, wir haben uns 12 Uhr im Discord getroffen. Wir wollten eigentlich um 12.05 Uhr aufnehmen, direkt durchziehen. Wir haben bis 13 Uhr geredet, so auf Real-Talk-Basis, wie schlimm FIFA 20 ist und wie katastrophal dieses Spiel einfach, in was für einen katastrophalen Zustand sich dieses Spiel einfach befindet. Eine Stunde lang haben wir diskutiert. Digga, das ist unglaublich. Und da wollte ich auch nochmal ein Dankeschön dafür sagen. Digga, wir standen 9-2 und ich habe gestern den Stream angemacht und wir waren trotzdem 16.000 Zuschauer. Kein E-Sportler hat so viele Zuschauer, wenn jemand schon zweimal verloren hat. Eigentlich ist es dafür bekannt, dass du viele Zuschauer hast bei E-Sportlern, wenn die sehr lange zu Null stehen. Digga, bei mir in meiner Community ist das auch scheißegal. Guck mal, ihr wollt ja nicht mal, dass ich FIFA spiele. Ihr wollt ja, dass ich sogar so Real Talks und so mache. Digga, du kannst Silber 3 holen und kannst mit besseren Player Picks rausgehen als ein Top 100. Plus 1, Digga. Plus 1. Jeder, der am Donnerstag in meinem Stream war, Freunde, ich habe von 10 Leuten die Top 100 Rewards aufgemacht. Von Platz 1 und Platz 2. Da waren krasse Rewards, Digga. Und keiner hat aus den Player Picks Neymar, Mbappé oder Ben Yedder gezogen. Niemand. Nicht ein einziger. Und ihr denkt, ja, guck mal, ich habe EA Hops genommen. Ich schwör's euch, ich habe die Hops genommen. Ich habe das live auf Band. Ich habe von 10 Top 100 Spielern die Dinge aufgemacht. Und keiner von denen hat ein Ben Yedder, Mbappé oder Neymar gezogen. Und dann guckst du dir an, Silber 3, Silber, ist ja scheißegal, ob wie viele Goldspieler es gibt. Es kann nicht sein, an sich muss es garantiert sein irgendwie, das sage ich ja auch immer wieder, dass du safe einen guten bekommst, wenn du umso höher, umso besser du abschließt. Digga, das ist Glückssache. Und ich habe das Gefühl, dass die das skripten, diese Scheiße, dass die Picks geskriptet sind. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, Digga. Sogar, ich hatte Platz 1 und Platz 2, die haben nichts gezogen. Die haben nichts gezogen. Platz 1, Freunde, ist am Ende mit 1,8 Millionen rausgegangen oder so. So, dann holst du mal deine Siege, setz dich gegen diesen Schmutz durch und dann gehst du damit... Ich muss nochmal Stopp drücken. An alle immer, es ist immer so das Ziel, oh, Elite, ich muss unbedingt Elite, mal ab Elite. Digga, ihr werdet rasiert bei Elite. Freunde, ich habe immer Elite, also wirklich immer diese drei Picks. Ich habe noch nie den besten Spieler gezogen. Und ich habe fast jede Weekend League gespielt. Dieses Elite bringt euch nichts. Das ist krass. Ich verstehe gar nicht, warum man so auf Elite schwitzt. Also man geht ja hier aus Top 100 Rewards aus. Aber so für den Casual Gamer ist ja Elite schon was Gutes. Und dann schaffst du es, Elite zu kommen und dann bumsen die dich so. Das bringt gar nichts, Elite. Also ich verstehe gar nicht, warum immer alle auf Elite schwitzen. Deswegen rege ich mich auch immer alle auf, dass sie alle so um ihr Leben spielen. Am Torwart vorbeigehst, dich perfekt durchkombinierst und da wirst du in den meisten Fällen einfach nicht belohnt. Und das ist halt schlimm, Alter. Sie spielen auf E-Sports-Turniere keine extra Version. Natürlich gibt es eine extra E-Sports-Version auf den Turnieren. Das ist auch schon wieder... Aber ändern können wir es nicht, Jungs. Ja, was? Man darf es halt einfach wirklich nicht zu nah an sich ranlassen. So, jeder, der einfach FIFA spielt, der kennt es, Digga. Also für die, die es nicht wissen, wenn du dich für ein Event qualifizierst, dann spielst du da eine andere Version. Wir haben in Barcelona und in Manchester jeweils eine E-Sport-Version gespielt. Das ist da, das Gameplay ist noch langsamer auf dieser E-Sport-Version, aber keine Ahnung. Also ich verstehe nicht mal, warum es eine E-Sport-Version gibt. Die sagen, es gibt keine E-Sport-Version, aber du siehst ja, dass es eine andere Version ist. Da steht dann E-Sport, also du merkst auch, dass das Spiel anders ist. Das ist einfach ein komischer... Oh, ich darf das nicht sagen. Einfach das, was du in den Scheiß-Controller eingibst, kommt nett da vorne an, Digga. Und dann gehst du fast gegen so einer... Ich kann euch auch genau sagen, warum man dieses Spiel trotzdem spielt.
Ich kann euch sagen, warum wir trotzdem FIFA spielen. Und zwar, jeder, der Fußball liebt, möchte irgendwie in irgendeinem Zusammenhang dann auch dieses Spiel halt an der PlayStation spielen. Und du kannst nicht PES spielen. Das ist halt noch schlimmer, Freunde. Ich habe PES noch nicht gespielt, aber Erhan, der ist E-Sportler von Bremen, meinte, PES ist sogar noch schlimmer als FIFA 20. Das heißt, wenn du FIFA spielen möchtest, wenn du Fußball, ein Fußball-Simulationsspiel spielen möchtest, dann musst du FIFA spielen. Also ich sehe, das Ding ist, die Leute, man macht sich immer so vom neuen FIFA-Teil immer Hoffnung, aber Hoffnung. Und dann wirst du trotzdem gebumst am Ende. Also Spiel bockt, da brauchen wir auch nicht drüber. Nein, bockt nicht. Ich sag es rein, ich sag es dir, also da bin ich nicht seine Meinung, es macht gar keinen Spaß. Wäre ich kein Content-Creator, würde ich dieses Spiel gar nicht spielen. Freunde, ich habe heute früh 5 Spiele gemacht, ich habe die ganze Zeit um mein Leben gehofft. Oh mein Gott, wann ist das endlich zu Ende? Wann kann ich endlich dieses Spiel endlich nicht mehr weiterspielen und so? Digga, wir stehen 23:05. Hätte das Spiel Spaß gemacht, hätte ich noch 2 Spiele einfach so gemacht, weil es mir Spaß machen würde. Aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Spiel in meiner Freizeit zu spielen. Niemals. Ich mache das nur, weil es mein Job ist. Ich schwör's euch. Ich schwöre, das ist so. Kein Witz. Leute haben da immer ganz schnell auf den FIFA-YouTubern die Worte im Mund rumdrehen. Das Spiel macht Bock, Alter. Das ist das einzige Game, nee, was ich jedes... So, guck mal, ich spiele jetzt seit... FIFA, wie alt bin ich? FIFA 20, FIFA macht Bock, aber nicht FIFA 20. Nicht 22, spiele seit 15 Jahren durchgängig jeden FIFA. Finde ich persönlich, so, meine Meinung. Und ich frag mich, seit es Ultimate Team gibt, auch jedes Jahr geisteskrank über das Spiel ab. Das ist ja auch immer so lustig, dass die Leute immer zum aktuellsten Teil sagen, das ist der schlimmste, den es jemals gab. Seit 5 Jahren immer, boah, ist der schlimmste FIFA-Teil. Es ist noch nie so schlimm wie FIFA 19 gewesen, ist noch nie so schlimm wie in FIFA 18. Ich schwör's euch, FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18, ich hab immer gesagt, boah, gutes Spiel und so. Du hattest diese normalen Ausraster, Dreckspiel, wenn du gerade verloren hast oder so, aber wenn du dann dich beruhigt hast, dann meintest du, ja, okay, scheiß drauf, so. Aber hier, seit FIFA 19 ist es ja so, mit den Disconnects, mit dem Delay, mit Momentum, dass du nichts dafür kannst und das nimmt dir auf Dauer die Motivation, finde ich persönlich. Und die Patch ficken halt auch immer ab, ne? Wenn du nochmal zurückerinnerst an dieses Time-Finish, Digga, im Endeffekt war das so gut. Ja. Klar, die Schüsse aus der Drehung und so. Die machen so einen Film um Time-Finish, nächstes Jahr, bob, komplett für den Arsch. Aber da hätten wir ja vielleicht auch mit ein bisschen Feingefühl dran gehen können. Wer spielt heute noch Time-Finish? Also, also einmal das. Digga, die kriegen es nicht hin, ich könnte mich den ganzen Tag über die aufregen, ne? Über EA. Die kriegen es nicht hin, eine gesunde Mitte zu finden. Letztes Jahr, Kopfbälle viel zu OP. Time-Finish, viel zu OP. Grünes Time-Finish an sich. Und dieses Jahr, grünes Time-Finish kannst du in die Tonne kloppen. Ist minimal besser als der normale Schuss. Und du gehst einfach ein viel größeres Risiko ein, weil wenn du gelb triffst, ist das Ding weg. Und Kopfbälle kannst du komplett in den Arsch stecken. Hat gar keinen Sinn. Das ist so, als wenn du... lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Ist das ein gutes Beispiel? Ich hau es einfach mal raus, ich bin mir nicht sicher, es ist nicht, oder? Wir gehen wieder auf die Eulenschiene. Da ist es mir eigentlich, hab ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Okay, so, du bist der Meinung, du hast eine Freundin und die ist richtig, richtig, richtig geil. So, und dann denkst du dir, boah, die ist richtig geil und so, geiler Arsch, geile Titten, guter Charakter, alles supi, alles gut. Aber es läuft einfach nicht, weil sie zu viele Typen angemacht, also zu viele Typen machen sie an. Und das ist zu viel, das ist nicht deins, du kommst darauf nicht klar. Eventuell bist du zu eifersüchtig, die Beziehung scheitert daran. Alle deine Freunde sagen zu dir, du musst einen Gang runterschrauben. Boah, 10 von 10 Beispiel. Du musst einen Gang runterschrauben, die Freunde sind wir, die Community. Schalte den Gang runter, Digga, das ist zu viel. Ein bisschen runterschalten, aber nicht nur, ist ein bisschen weniger, ist nicht so schlimm. Hol dir eine, die einen guten Arsch hat, mit dir gute Titten, aber ein schönes Gesicht und einen guten Charakter. Das reicht vollkommen aus, Digga. Und das dann sag ich, oh ja, gute Idee. Und was mache ich? Ich gehe zu der nächsten Olle, die ich irgendwo treffe, die Cheetah. Das sind diese Club-Mate-Mädchen, die dann mit Club-Mate unter einer Brücke chillen. Mit keine Schuhe, weil das für den virtuellen Fußabdruck zu schlecht ist und sich nicht duschen und nach dem Kacken nicht spülen oder nur nach dem Kacken spülen, weil nach dem Pissen man Geld spart. So eine ist es dann, die sich nicht rasiert und so, weil das alles Natur ist und Anti weiß ich nicht was und voll hässlich ist und auch einen scheiß Charakter hat und dich betrügt. Dann hast du einfach genau das Gegenteil gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr genau verstanden habt, was ich gesagt habe. So ist es. Digga, die finden keine Mitte. Die haben keine Mitte gefunden. Es ist nicht so schwer. Such dir doch einfach ein normales Mädchen, Digga. Niemand hat gesagt, dass du jetzt die hässlichste nehmen sollst. Du solltest aber auch nur nicht die geilste nehmen. Das ist es.
nicht jetzt nur hässlich vom Aussehen, sondern sie hat auch noch einen scheiß Charakter. So ist ungefähr Time Finish und Kopfball. Die müssen eine normale Mitte finden. Mein Gott. Aber weißt du, was mein ganz großes Problem ist mit FIFA bzw. EA? Gutes Beispiel, ja. Also ich bin mal auf den, bin zufrieden. Auf den Chat gespannt. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was... Digga, die finden keine was Mitte. Was eure Meinung ist. Also das Ding, was in dem Spiel passiert, ist die eine Sache. Aber wo ich ein ganz, ganz großes Problem mit habe, ist mit der Außenkommunikation von dem Unternehmen. Weil ich finde, man fühlt sich einfach als Verarscht. Nutzer, als Community, als Spieler. Verarscht. Und obwohl auch wir Content Creator sind und in einem Game Changer Programm sind oder sonst was, man fühlt sich von diesem Spiel einfach Verarscht. Behandelt wie ein Haufen Scheiße. Ja. Man fühlt sich, finde ich, Verarscht. Behandelt wie ein Haufen Kacke. So. Also mir kommt das so vor, als würden die jedes Jahr im September sagen, hier nehmt eure Scheiße, bitte ladet jetzt Packs auf, hier nehmt eure Scheiße, hier neuer Patch, hier fickt euch jetzt. Weißt du, wie ich das sehe? Ich finde es irgendwie so, das ist so, als wenn die zu euch sagen, als wenn wir denen sagen, macht mal das und das, und die lachen sich kaputt und denken sich dann so bei sich, oh, wisst ihr, was eigentlich jetzt witzig wäre, wenn wir das komplette Gegenteil machen? Einfach nur, um die abzufacken, weil wir wissen so oder so, dass sie es trotzdem spielen. Und die machen sich dann Spaß drauf. Das denke ich mittlerweile. Oder die kriegen es wirklich, die haben da falsche Leute und kriegen es nicht hin. Wisst ihr, was ich auch da mal gedacht habe? Dann dachte ich mir, das ist eigentlich zu, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht haben. Freunde, ich schwör's euch, ich habe das Gefühl, dass das beste FIFA in 10 Jahren rauskommen wird. Und jetzt mal gucken, wer von euch clever ist und warum es so ist. Warum wird das beste FIFA in 10 Jahren rauskommen? Ich habe da eine logische Schlussfolgerung dafür. Weil wir, die jetzigen Leute, weil ich dann da arbeite, genau das, also so ist es eigentlich, weil wir Leute, die jetzt diese ganze Scheiße durchmachen, in 10 Jahren dann dahin gehen, irgendeiner wird da eventuell, irgendeiner Freunde, der jetzt 20 ist und der abgefuckt von diesem Spiel ist, wird eventuell bei EA irgendwann arbeiten und hoffentlich schafft er es, eine hohe Position zu erreichen, und der Typ kann dann nämlich sagen, Freunde, vor 10 Jahren war es absolut Schmutz, wir müssen das jetzt so und so und so und so machen. Das ist, glaube ich, illegaler for President. Das ist, glaube ich, der Grund. Ich glaube, dass die Mitarbeiter bei EA sich gar nicht da so identifizieren können, weil ich denke, dass es 50-Jährige sind, 55, 40, irgendwie sowas, die gar keine Ahnung von Spielekonsolen, also von so Spielen haben, Videospielen. Da muss ein 22-Jähriger hin und CEO werden. Am besten ein E-Sportler, der denn dann sagt, ihr müsst es so machen, das ist ja gar nicht böse gemeint, so EA Sports, Vancouver, Canada. Ich möchte an sich nur das Beste für FIFA, und das Beste für FIFA ist, wenn ihr jemanden da reinholt ins Projekt, der krass viel Ahnung hat und den ihr dann alles entscheiden lasst. Er sagt dann zu den Programmierern, am besten die Programmierer müssen das so sein, der Social Media Typ, der Manager muss es hinbekommen, der muss einer von uns sein in 20 Jahren, irgendeiner vom Chat. Bekannterweise sind Programmierer nie Gamer. Echt jetzt? Das kann nicht sein. Ich habe das Gefühl, die Leute, die das Spiel machen, haben keine Ahnung von Spielen. Das ist das Ding. Ich glaube, dass in 10 Jahren die Spiele richtig geil sein werden, weil diese ganzen Leute, wir, die Konsumenten, Digga, das ist ja Wahnsinn, wie ich hier gerade alles so logisch auch erkläre. Wir Konsumenten werden in 10, 15 Jahren nämlich in der Position sein, diese Spiele, wie wir sie haben wollen, selber zu entwickeln, und die Community wird immer gleich bleiben. Es wird immer welche geben, die rumheulen werden, aber sowas wie jetzt gerade ist, ich glaube, Freunde, der Typ, der, es gibt da einen, der ist verantwortlich für diese Server, hundertprozentig ist da irgendjemand, weil die Server nicht immer gut sind, der denkt sich, ja okay, das kann ja mal passieren, so ein Disconnect, ist ja jetzt kein Weltuntergang, so denkt er, aber jemand, der jetzt 20 ist und der vor Elite einen Disconnect bekommen hat, der wird sich denken, Digga, wenn ich da arbeite, dann werde ich alles dafür tun, dass niemand den gleichen Schmerz wie ich durchmachen wird. Ich werde alles daran setzen, dass die Server gut werden. Jemand, der abgefuckt ist von den Packs, von den Rewards, wird sich daran setzen. In 10, 15 Jahren haben wir das perfekte Spiel, glaubt an meine Worte. Also da verstehe ich bis heute nicht, das habe ich schon 10-mal im Stream gesagt. Du kannst doch nicht 10 Jahre lang drin haben, dass wenn man online gegen seinen Kollegen Ultimate Team spielt, das Team sieht. Und da muss es doch irgendeinen geben, der sich denkt, vom FIFA 20 Release, oh, das nimmt jetzt mal raus. Wenn man gegen seinen Kollegen zocken will, ja, ach, als ob man da das Gegnerteam sehen möchte. Ja, braucht man doch gar nicht. Ja, weiß schon, warum das raus ist. Der Jens hat getwittert, das nimmt zu viel Serverleistung. Die fahren zurück. Hat safe einer vergessen beim Programmieren, seitdem haben sie es nicht mehr drin. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Guckt jetzt, was
Guck jetzt, was Simon sagt. Das ist hundertprozentig der Grund gewesen. Die Serverleistung. Die fahren zurück. Hat safe einer vergessen beim Programmieren, seitdem haben sie es nicht mehr drin. Ja. Nein. Oder die wissen nicht, wie sie es wieder reinbekommen, weil wenn die es reinbekommen, dann geht irgendwas anderes raus. Oder irgendwas passiert dann, weil das alles so ein Code ist. Das ist nicht so, das kannst du reinmachen und das dann einfach raus. Ich glaube, mir wurde es mal so gesagt, wenn du eine Sache rausmachst, dann hat es Auswirkungen auf tausend andere Sachen. Aber bei so vielen Sachen, so genauso wie die einfach... Und die dachten mal, sich dann, du machst einfach mal eine Umfrage. So, warum? Das ist doch einfach eine Twitter-Umfrage. Die kann jeder Schwanz machen, eine Twitter-Umfrage. Und dann stimmt, sagst du vor dem Release, hey Leute, wie sieht's aus? Pass auf. So, wir haben das letztes Jahr mitbekommen, ihr habt euch abgefuckt, dass man bei den Icon-SBCs erst die Prime-Icons untrade im Verein hat und dann kamen die Optimus-Prime-SBCs. Was haltet ihr von der Lösung, wenn wir dieses Jahr Icon-Swaps anstelle davon machen und die Icon-SBCs wegfallen? Stimmt. Habt ihr damit ein Problem? So, dann gibt's zwar keine Icon-SBCs mehr, aber ihr könnt euch die Dinger erzocken. Digga, das ist eine Sache, ich schwöre auf alles, das ist eine Sache von einer Minute, ne? Daran habe ich nicht mal gedacht. Die könnten einfach Umfragen machen, die Community einfach fragen. So Sachen, so ganz einfache Sachen, die gar nichts auch mit Geld oder so zu tun haben. Ich meine, die machen ja nicht mehr Kohle bei einer Icon-SBC oder nicht. Das sind so ganz einfache Dinger, worauf man kommen kann, wenn man sich mal 10 Minuten lang was überlegt. Und dieser Post dauert eine Minute. Hey Freunde, habt ihr, wie ihr es gesagt habt, habt ihr Bock auf eine Icon-SBC oder auf diese Icon-Swap-Aktion, Scheiße da, oder was er da halt gesagt hat. Ganz einfach, und dann stimmt man ab und dann nimmt man das, was öfter gewählt wurde, macht man ins Spiel rein. Hast du ein Fleisch irgendwie? Ich habe einen Penis, einen Blue-Penis. Ah ja, müssen die Wichser halt auf den Markt kaufen. Scheiß auf die Community. Ich habe das Gefühl, so laufen da die Meetings ab, Mann. Und das verstehe ich nicht, weil es gibt so viele Events, es gibt so viele Möglichkeiten, wo uns Content-Creatern eigentlich auch die Chance gegeben wird, dass wir unsere Anregungen damit... Digga, warum sind die denn Content-Creator? Die sind doch, genau deswegen hat es EA doch gemacht, Content-Creator, denke ich mal, in dieses Ding, damit dieses Game-Changer nicht kommt. Also dieses Game... Warum sind die denn Game-Changer? Damit die reden sozusagen für ihre Community. So stelle ich mir das halt vor, ne? Game Changer werden ja bekanntlicherweise auch immer eigentlich nur so große Content Creator. Die sollen für ihre Community reden, weil EA nicht jeden Einzelnen fragen kann. Dann kommen alle zusammen. Ich kann euch jetzt fragen, Freunde, hättet ihr Bock auf Icon-SBCs? Und dann mache ich hier was. Und dann sage ich den Typen, yo, meine Community hätte Bock oder hätte keinen Bock auf das und das. Hätte Bock auf neue Rewards in Ultimate Team. Auf neue Packs in WL-Rewards, scheiße da. Das ist doch der Grund, Digga. Das ist voll schlimm. Mitgeben, ich nehme dem Community-Manager teilweise 20 Minuten Sprachnotizen auf und am Ende des Tages kriegst du nur ein, leite ich weiter zurück. Und es passiert gar nichts, Digga. Es passiert gar nichts, Mann. Ich bin kein Content-Creator, vielleicht liegt es daran. Ich habe eine Nachricht an einen EA-Mitarbeiter gesendet, gestern on-stream. Ich habe einen blauen Haken darauf bekommen. Aber wie diese Community angespuckt wird, Woche für Woche, damit habe ich ein ganz großes Problem, Mann. Das fuckt mich richtig ab, weil auf uns wird einfach ein Scheißdreck gehört. Das ist einfach erbärmlich, Mann. Und das regt mich... Digga, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fühle das so krass, was er sagt. Es ist nämlich die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, was soll ich euch erzählen? Ich kann mal gucken, wie viele Mitarbeiter EA hat. Was glaubt ihr, wie viele Mitarbeiter hat EA? Aber das ist... Digga, das ist ja brutal schwer. Ich glaube, EA ist ja nicht nur FIFA, aber wie viele Mitarbeiter hat EA Sports? 50.000? 550, ja? Ja, 5, Digga, so wie die sich verhalten, wirklich 5. 3 Leute, 25.000, ist voll schwer zu sagen. Zahl, 9.300. Nur? Umsatz 4,8 Milliarden US-Dollar. Ja, Digga, aber das musst du überlegen, da arbeiten 9.000 Leute in der Firma und da sitzt nicht einer, der mal sagt, ey Leute, ich glaube, das wäre eine absolute Scheißidee. Ihr müsst eins wissen, Freunde. Ich weiß, es ist nicht so Umsatz 4,3 Milliarden. Oh, da musst du jetzt noch voll viel abziehen, wie bei einem, weiß ich nicht was, materiellen, wie bei einem Auto oder so, was weiß ich. Digga, was die programmieren was an sich gar keinen Wert hat. Einem 100K-Pack, Freunde, ist für die, denke ich mal, wie viel ist in der Programmierung ein 100K-Wert? Ein 100K-Pack wert. 1 Cent? Wegen irgendwelchen Stromkosten und so? 1 Cent? Digga, und die verkaufen das für 20 Euro. Die machen einen Gewinn von was weiß ich wie viel Prozent. Wenn wir aufhören anzuzeigen... Subs lese ich gleich alle vor. Wenn man gegen einen Kollegen spielt, dass man das Team sieht. 9000 Mitarbeiter, keiner sitzt da. Junge, Digga, das musst du mir mal erklären, ja, 100%. Wie ein Milliardenunternehmen auf die fucking Idee kommt zu sagen, ja, Mann. Gegner-Team, muss man eigentlich nicht sehen. Milliarden. Natürlich nicht, Digga.
Ich verstehe das nicht, Digga. Normalerweise, und scheiß auf uns, der deutsche Markt ist klein im Vergleich zum internationalen. Nimm die ganzen Engländer, Mann. Die haben auch eine bessere Sprache, die jeder Hans und Schwanz versteht, so bis auf Eli und ich vielleicht so. So, jeder versteht Englisch. So, klar, der deutsche Markt ist klein im Vergleich zum internationalen. Nimm die ganzen Engländer, Mann. Die haben auch eine bessere Sprache, die jeder Hans und Schwanz versteht, so bis auf Eli und ich vielleicht so. So, jeder versteht Englisch. So, lad jedes Jahr eigentlich. Ab Juni. Maybe. So, drückst du jedem Influencer aus England, der über 500, 600, 700.000 Abonnenten hat, drückst du dem meinetwegen 2.000 Euro in die Hand, lädst den 100 nach Kanada ein und die machen nichts anderes, außer dieses Spiel die ganze Zeit zu zocken. Besseres Feedback kannst du nicht bekommen. Da sind Leute, die haben 2.000 Spiele im Jahr, die verdienen ihr Geld damit. Die müssen noch wissen, was die Leute sehen wollen und was nicht. Aber nein, da sitzen irgendwelche 5 Leute mit 3 Milliarden auf dem Konto und die denken, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die haben noch nie in ihr Leben FIFA gespielt gefühlt. Ich glaube nicht, dass diese Leute, die dieses Programmieren, FIFA spielen. Ich schwöre, ich glaube das nicht, ne? Real talk jetzt. Ich glaube, die installieren das. Das sind so Programmiererfreunde. Die spielen, die sind halt, die haben irgendein Studium gemacht, weiß ich, IT, weiß ich, irgendeine Scheiße, Digga. Aber die spielen, glaube ich, nicht FIFA. Kann ich mir nicht vorstellen, sonst würde das nicht so sein. Oh ja, zack, 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 zack. Ich schwöre es euch, das muss ja nicht mal, wie heißt es? Das müssen nicht mal E-Sportler sein. Sondern einfach Leute, die, obwohl doch, es wäre schon gut, wenn es E-Sportler wären. Aber nicht nur, wie viel man rausholen kann, abseits vom Gameplay, Digga, da kannst du so viel rausholen. Wenn die mich einladen würden, ich würde mich zum Beispiel gar nicht ums Gameplay, das sollen andere machen. Ich würde denen Vorschläge geben, was du für Modis machen kannst, was einfach 1000-mal effektiver ist. Food Champions Rewards sind seit 4 Jahren gleich. FIFA 17, 18, 19, 20. Seit 4 Jahren gleich. Es gibt keinen. Es wurde nichts geändert, außer das von 40 auf 30 Spiele und das mit den Trikots und so. Aber die Rewards sind gleich. Und es ist technisch machbar, es zu verändern. Das siehst du bei Division Rivals. Division Rivals gibt es 3 Varianten. Du nimmst die Tradable Packs, du nimmst die Coins und du nimmst die Untrade Packs. So. Und warum macht man sowas nicht in der Weekend League? Das würde alles nochmal komplett verändern. Entweder nimmst du diese bei Gold 1 200 Carpex und die Coins, oder du nimmst nur Coins, oder du nimmst nur ein Dreierpack. Da würde man so viel Dynamik ins Spiel bringen, das ist unglaublich. Food Draft, seit 4 Jahren gleich. Digga, die haben 2 Modis neu reingemacht. Und zwar das Squad Builder, hier SBCs und Weekend League. Und dadurch wurde so viel Neues gemacht in FIFA. Warum macht ihr nicht jedes Jahr ein neues Ding? Warum macht ihr nicht einen Rager Match Modus? Warum macht ihr nicht, keine Ahnung, Digga, einfach neue Sachen? Food Draft auf 7 Spieler erhöhen, damit man richtig geile Rewards bekommt. Ich verstehe sowas nicht. Ne, Rewards haben sich ja auch geändert. Sie wurden deutlich schlechter. Keine Monthly Packs. Stattdessen Schmutzspielerausweis. Ja, stimmt, Digga. Das haben sie sogar geändert. Hast du recht. Aber worauf ich hinaus will, ist, du kannst, wenn du eine Schraube nur änderst, wenn die nicht in der Lage sind, das Gameplay zu machen, dann ändert doch die andere Schraube. Holt euch schlaue Köpfe, die sich damit, oder kreative Leute, die sich da wirklich einfach mal. Ich schwör's euch, Freunde, ich verstehe das nicht. Setzt mich ein, wenn ihr zu mir kommt und sagt, Edi, wir geben dir 1000 Euro oder du machst es umsonst, ich würde es auch umsonst machen. Mach die Gedanken einen Tag lang, schließ dich in einem Zimmer ein, in einem dunklen Raum und schreib uns, ich würde den 25 neue Konzepte abseits vom Gameplay geben. Modis, Rewards, SBCs, Untrade hier, Untrade da, einen eigenen Modus für diese scheiß Daily Aufgaben oder Weekly Rewards, Kacke da, was du da machen musst, schieße mit dem portugiesischen Spieler 10 Tore mit deinem Arschloch und so eine Kacke, was du damit machen musst. Digga, das kannst du nicht in Division 1 machen, da wirst du sofort abgeschlachtet, wenn du das machst. Das, was machen alle? Alle boosten sich runter, ohne Sinn. Warum haben die das dann gemacht? Hä? Kann ich nicht verstehen. Es ist so viel falsch in diesem Spiel, das ist unglaublich. Jeder von uns hier im Chat, bin ich mir sicher, wenn er sich einen Tag dann Gedanken macht, da würde man auf Ideen kommen und dann können die ja immer noch sagen, nein. Aber ich habe das Gefühl, da kommen keine Ideen. Die machen so einen Film um einen FIFA-Street-Modus, den kein Schwanz spielt. Nicht einer spielt FIFA-Street, weil du es nicht online gegen andere Freunde spielen kannst. Und gib mir jetzt nicht auf den Sack mit Karrieremodus hier, Karrieremodus da. Digga, dann sollen die eher Pro-Club ausbauen. Karrieremodus für ist gechillt, kannst du mal machen. Aber konzentriert euch auf Ultimate Team, macht da neue Sachen rein. So, wir machen mal weiter, sonst kommen wir nicht weiter. Pack mich ab und die Scheiße kriegst du dann jedes Jahr hingeworfen und sollst damit zufrieden sein. Und wenn du dich dann noch aufregst, dann wirst du noch weitergefickt. Die wollen nur Geld verdienen. Digga, die würden doch mehr Geld verdienen. Wer hat das geschrieben?
Last Second FN, die würden doch noch mehr Geld verdienen, weil die Langzeitmotivation viel höher wäre. Deswegen, das ist voll das dumme Argument, die wollen, also ich verstehe, was du meinst, aber das ist voll dumm. Die würden noch mehr Geld verdienen. Das muss, du musst den EA-Mitarbeiter, falls ihr, ihr seid ja so immer so Geld auf Geld und so, ihr würdet noch viel mehr Geld verdienen, wenn ihr das Spiel besser macht und Langzeitmotivation schafft. Neue Sachen, neue Innovationen. Was waren die Zahlen von FIFA 16 auf FIFA 17? Haben die, ich will nicht wissen, wie viel mehr wie viel mehr Geld die gemacht haben, alleine wegen der Weekend League und diesen SBCs. Stellt euch mal vor, die hätten das nicht gemacht, dann wäre einer nicht auf die Idee gekommen, Weekend League und SBCs nicht zu machen. Wer auf diese Idee gekommen ist, den muss man echt küssen. Okay, Weekend League weiß ich nicht, aber das hat so viel neue Dynamik ins Spiel gemacht, neue Möglichkeiten. Und wenn du jedes Jahr mal so ein paar neue Modis rauskommst, aber seit 4 Jahren ist alles gleich. Von der Basis her ist es ein gutes Spiel. Nein. 1-2 Sachen Feintuning, ja. Und nee, dann wird es ein Top-Teil und das Spiel kommt raus, du spielst eine ganz andere Version. 3 Monate später gibt es 15 verschiedene Patches wieder. Digga, was? Ich kann euch jetzt schon sagen, ich wusste nach einer Woche FIFA 20, dass das Spiel Schmutz ist. Ich wusste es. Es hat eine Sache, die... Ich hatte so Angst, ne? Es war ja, die ganze Zeit war dieses Verteidigen so krass OP. Und dann, du hattest aber eine Möglichkeit, du konntest außerhalb vom Strafraum, konntest du noch Tore machen. Und ich sehe den Patch, ich dachte, die patchen die Verteidigung schlechter. Also, dass die Verteidigung schlechter ist. Digga, was machen die? Was machen die? Die machen, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, dann steht da Patch Notes, Schüsse ab 16,8 Meter sind weniger effektiv. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Digga, das ist wie, als wenn du sagst, die haben einfach genau das Gegenteil gemacht. Ich schwöre, die haben genau das Gegenteil gemacht. Die patchten die Schüsse außerhalb vom Strafraum, obwohl das das Einzige war, wie du diese scheiß CPU-Verteidigung kontern konntest. Die haben genau das Gegenteil gemacht. Und wisst ihr, wer der Wichser davon ist? Der 31er? Andrew Wilson. CEO. Andrew Wilson, CEO. Ich schwöre, das habe ich auch schon nachgeguckt. Gehalt 19 Millionen im Jahr. Ich schwöre es euch, das habe ich auch nachgeguckt. Andrew Wilson, Gehalt 19 Millionen. Googelt Andrew Wilson. Ich war mal so aggro, Freunde. Ich wollte wissen, wer der CEO von EA ist. Und der hat eine Medaille bekommen oder eine Auszeichnung für das beste Spiel des Jahres. Das war, keine Ahnung, was es war. Kann sogar sein, dass es ein FIFA war. Der verdient 19 Millionen im Jahr. Das habe ich nachgeguckt. Da steht Gehalt ca. 19 Millionen, glaube ich. Und das sage ich euch auch, wenn ich mich aufreg, macht FIFA 20 zum Beispiel deutlich mehr Spaß als FIFA 19. Mach Weil vor. Für mich war FIFA 19 nach dem Time-Finish-Patch tot, als diese ganzen Bugs waren. Ende. Ich bleib dabei, FIFA 19 nach dem Team of the Year war deutlich schlechter als FIFA 20. Hundertprozentig stehe ich auch hinter der Meinung, egal wie sehr ich noch dieses Jahr in der Weekend League upragen werde. Nee, also das kann seine Meinung sein. Jeder hat da seine eigene Meinung, ich könnte jetzt Ihnen in den Arsch kriechen und sagen, das ist nicht so, das ist so, ja, aber ich sag dir ehrlich, ich finde das nicht so, ich kann es auch argumentieren, er hat ja seine Meinung. Es gibt keine Lösung gegen dieses verkackte Drecksgebunkere, es gibt dafür keine Lösung. Du musst dir versuchen, so viele Chancen wie möglich herauszuspielen, ja, na klar, logisch, aber jeder kriegt es geschissen. Es gab in FIFA 19 keine vernünftige Lösung gegen diese Flanken, sehe ich auch. Aber du konntest, da ist was passiert im Spiel, meiner Meinung nach. Digga, da sind Tore passiert. Wenn du gegen einen guten Spieler hinten liegst, 2-0, ist das Ding gegessen, wenn er seine defensive Taktik reinkloppt. Entweder schmeißt du alles nach vorne, dann kriegst du ein 3-0, oder du rennst die ganze Zeit ein 2-0 hinterher. Es ist so einfach, den Ball zu halten. Du kannst nichts machen. Das fühle ich halt in FIFA 20 gar nicht. 0-0-0. In FIFA 19 haben niemals so viele Spieler gegen dich mitgehalten wie in FIFA 20. So ein Digga, in FIFA 20, ich würde jetzt sagen, ich bin Elite 1 Spieler. So Statistik gesehen, ich habe von wie viel Weekend League gab es, keine Ahnung, würde ich sagen, ich bin Elite 1 Spieler, würde ich mal so sagen. 28-2 Spieler. Souveräne 28-2 Spieler. So mal verkackt man, halt nicht. So mal holst du halt 26, 25, ist halt egal, aber im Schnitt so. Und ich schwitze um mein Leben gegen einen Gold 3 oder Gold 2 Spieler, der es einfach einen Knopfdruck macht und zwar zurückfallen lassen, okay, zurückfallen lassen, Tiefe 2, alles Defensive verstärken. Gegen den muss ich schwitzen, weil er ein bisschen FIFA spielen kann, das Spiel ein bisschen verstanden hat und mich dann damit abfuckt, dann schaffe ich es,
eventuell ein Tor zu machen oder nicht. Dann kommt es darauf an, wie EA gerade so Bock hat. Wenn ich ein Tor mache, schaffe ich es eventuell kein zweites zu machen. Dann macht er folgendes, ich kann euch die Position zeigen, was er drücken wird. Er macht dann das hier. Zack, zack. Wisst ihr, was das für ein Knopfkombi war? Das ist Teampressing. Und auf einmal wird der Gold-2-Spieler zu Gorilla, sein Urgroßvater aber. Der allerechte. Teampressing. Ich kann nirgendwo hinspielen. Man kann nirgendwo hinspielen. Und dann wirst du gepresst von einem Gold-2-Spieler. Dann bummst dich EA noch so mit irgendwelchen Sachen, wo dann Zweikampf, du bist im Zweikampf drinne, aber er kriegt diesen Abpraller. Wer kennt es nicht? Und dann macht er das 1-1, Digga. Und dann wird erstmal wieder verwaltet. Und dann verlierst du im Elferschießen. Das ist FIFA 20 Saison in meinen, das ist die FIFA 20 Saison bei mir gewesen. So war es bei mir. Manche Spieler sind so gut, dass die es schaffen, einfach sich so viele Chancen herauszuspielen. So ein Sakul zum Beispiel, Digga, der schafft es einfach von 10, der schafft es sich 15 oder übertrieben so 800%ige Chancen herauszuspielen und davon gehen dann 3 rein und er kassiert vielleicht 2-mal Gegentor, weil er ihn hops nimmt oder so. Aber er schafft es, diese Lücke auszugleichen. Aber davon gibt es vielleicht, keine Ahnung, nicht viele auf der Welt. Die allerbesten E-Sportler der Welt kriegen das dieses Jahr geschissen. So, aber sonst ist es das allerschlimmste FIFA, das ist meine Meinung dazu. Es ist so, wirklich, ich fühle dieses Video so krass, Freunde, lasst ja alle ein Like auf das Video da. Dieses Jubelstream Highlight Kanal, ich like meine eigenen Kommentare. Ich fühle dieses Video so krass, es ist unglaublich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Heftig. Das war das beste Video, glaube ich, was ich in den letzten 2 Monaten gesehen habe. Everything has changed, every day.